Weiter geht's. Wo kommt die Ausrüstung her? Die Munition? Ich habe für ein paar Camps gearbeitet. Als Kopfgeldjäger. Hauptsächlich. Freaks oder Menschen? Beides. Ich war dafür bekannt, ein guter Fährtenhund zu sein. Wissen Sie? Welche Camps? Wo sind sie? Sie lagen hinter dem Farewell-Tal, aber das ist egal. Sie sind weg. Überrannt. Ja. Russell sagt, Sie waren da, als es Silver Lake erwischt hat? Oh, ja. Das war ein Anblick, sage ich Ihnen. Ah, gab's Überlebende? Na los, Leute! Weiter! Na ja, Sir! Ja, ja, die trainieren ja übelst hart hier. Hier, nehmen Sie. Milizscheine, Camppunkte. Bezahlung für Ihre Hilfe. Gehen Sie damit zum Proviantmeister. Okay. Sie wollen beitreten? Bleiben Sie. Wir werden schon bald von hier abrücken. Und wo soll's hingehen? Sie sagten, Sie können Spuren lesen. Ja, schon. Das ist kein Drifterleben. Wir kämpfen einen Krieg. Sind Sie dazu bereit? Ist das jetzt schon alles? Ich rekrutiere. Aber der Colonel nimmt den Eid ab. Sie bleiben hier. Helfen uns. Und ich bringe sie zu ihm. Ich bin bereit. Okay. Gut. Wir haben also doch noch einiges vor uns. Ha! Zu früh gefreut. Scheiße, der Typ hat meinen Ring. Er hat ihn Sarah geklaut. Er muss ihn geklaut haben, denn sie hätte ihn nie hergegeben. Und das bedeutet, dass sie hier ist. Der sieht nicht nach Milizionär aus. Hey, du siehst nicht gerade nach Miliz aus. Nein, ich heiße Wade Hill. Nimm mich einfach Wade. Deacon St. John. Hör zu. Ach du Scheiße, Deacon St. John ist dein alter Prediger oder sowas? Nein. Mann, was für ein Hammername. Hör zu, Wade. Siehst du das, Mann? Das hier ist echt verrückt. Ja. Also, willst du beitreten, zur Armee gehen, Soldat spielen ich und weiß so? Nicht, vielleicht, hör zu. Du siehst aus, als wärst du gerade erst gekommen, stimmt's? Ja, Mann, erst gestern. Okay, gestern. Ich war... Zu diesem Colonel vorgeführt werden oder so ein Scheiß. Mit ein paar Leuten unterwegs, wir wurden getrennt. Hast du diese Frau schon mal irgendwo gesehen? Nein, Mann. Oh, aber sie ist heiß. Wäre was für mich, ja. Boah, der kriegt da ja auf die Klappe, ey. Los, Mann. Sie gucken nach, ob ich Läuse oder so ein Scheiß hab. Viel Glück für dich, Deacon St. John. Scheiße, was ein Name. Alter, der Typ ist im Arsch. Der würde Sarah doch nie im Leben wiedererkennen. Komm schon, Sarah. Wo zum Teufel steckst du? Du bist hier irgendwo. Irgendwo. Vielleicht in einem von den Zelten da. Die Krankenstation. Ich meine, bei ihrem Werdegang wäre das logisch, oder? Vielleicht hier drin. Hier vielleicht. Das hier muss es sein. Aber wenn wir die jetzt hier finden, da friss ich einen Besen. Da ist aber was. Gewisse Zeichnungen. Mann, bin ich froh, dass Sarah und ich keine Kinder haben. Sie zu verlieren wäre... Ach, verdammt. Hier ist sie auch nicht. Ist dir etwas besser? Sarah, bist du hier? Shit, hier nicht. Ach, verdammt, sie ist nicht hier. Sie ist nicht hier. Aber, klar, das wäre auch zu einfach, oder? St. John, gute Arbeit. Sind Sie auf diesem Kanal? Corporal Russell sagt, Sie hätten ein Funkgerät. Ja, ich höre. Kommen Sie zum Tor. Schon unterwegs. Ich gehe erstmal Munition holen, weil ich habe ja gar nichts. Bist du neu hier? Oh, ich bin Ava Bergstrom. Meine Freunde nennen mich Bergie. Ein Moment. St. John, ja, ich bin gerade. So, sorry, das war ein wichtiges Telefongespräch, da musste ich machen. So. Boozers Flinte. Okay, jetzt haben wir das mal wieder.
Handfeuerwaffe. Munition auffüllen. Kann wir hier ausrüsten. Das reicht eine Weile. Okay, Schrank haben wir, Vorräte. Ist das alles? Oh. Okay. Oh. Sonst noch was? Nee, ich glaube nicht. Okay. Bis später. So, Treff gehen beim Bike. Okay. Bei welchem Bike? Ja, hier, oder? Ah, doch, okay. Perfekt. Wir sind abfahrbereit. Was ist mit Ihnen? Bereit, wenn Sie es sind. Da haben Sie viel Arbeit reingekommen. Ja, ein bisschen. Was sagt uns das eigentlich für die Zukunft? Aufmachen. Motorräder sind zukunftssicher. Sind Sie denn gut? Können Sie fahren? Ja, ich kann fahren. Also was zum Teufel ist da passiert? Ich meine, es sieht aus wie ein Waldbrand, aber die Baumstümpfe sind verkohlt. Das heißt, sie wurden gefällt, bevor es gebrannt hat. Gutes Auge. Das ist die Todeszone. Wir bauen unsere Barrikaden, dann folgt die Brandung. Vom Außenposten aus können wir die Horden früh genug entdecken. Und Sie wollen alles abfackeln, damit Krabbler und Schwärmer keinen Schlafplatz mehr haben? Sie kennen die Freaks gut, was? Wie gesagt, ich war sehr lange da draußen unterwegs. Und das ist der Plan, ja? Der Miliz, meine ich, einfach alles abfackeln? Wir führen Krieg, St. John. Wir tun alles, um ihn zu gewinnen. Krieg? Das ist es doch, oder nicht? Krieg. Sie waren da draußen, haben die Horden gesehen. Das Einzige, was sie aufhalten kann, ist eine Armee. Unsere Armee. Dafür braucht man mehr als eine Armee. Naja, es gibt einen Plan. Der Colonel weiht sie ein. Wenn sie bleiben. Silver Lake. Fragen nach Überlebenden. Suchen Sie jemanden? Was? Nein, nicht wirklich. Ich meine, ich war früher mit Leuten unterwegs und dachte, die wären vielleicht hier. Ach, ich dachte, Sie jagen jemanden. Für ein Kopfgeld, meine ich. Ja, nein, ich habe schon viele Typen sehr weit verfolgt, aber nie so weit. Das ist kein Kopfgeld wert. Hier ist es. Okay. Wer ist dieser Colonel? Hey Corporal, der Captain ist hier. Erledigt, Sir. Setzen Sie eine Markierung. Ja, Sir. Gut. Sie fahren zurück zum Diamond Lake. Holen Sie, Taylor heißt der? Ja, Sir. Ja, er muss zum Colonel. Komm um 1800. Sir? Militärzeit, Corporal. Das sollten Sie langsam wissen. Ja, Sir. Und jetzt verschwinden Sie. Ja, Sir. Was gefunden? Wie lange war, Vasquez? War Vasquez bei Ihren Leuten? Ein paar Wochen oder länger. Er war fleißig. Was zum Teufel? Hattet ihr Probleme bei der Vorratsbeschaffung? Plündererangriffe? Ja. Okay, wir gehen ab hier zu Fuß weiter. Zu Fuß? Warum? Vasquez war nicht ohne Grund hier. Vom Bike aus sehe ich keine Fährte. Warum hat er den Ring? Es hat geschneit, also gibt es keine Stiefelspuren. Der leuchtet aber auch, oder? Ne? Ich will mir die Hütte ansehen. Okay, ich folge Ihnen. Die Hütte. Oh, hier ist auf jeden Fall noch eine Menge. Da kann ich was draus machen. Ja. Deswegen nehmen wir das auch mit. Das haben wir nämlich gerade nicht gemacht. So. Hundespielzeug, ja. Ich hab grad mal gehabt. Für den Bären. Das geht nichts über Schrott. So, das haben wir. Okay, hier. Er hat Rationen gestohlen? Munition? Ja.
eine Notration. Halb aufgegessen. Tja, ihre Männer scheinen ihn beim Essen überrascht zu haben. Sein Bike steht noch vorne. Er muss also hinten raus sein. Moment, hier. Was ist da? Der Zaun wurde gekappt. Und kein Rost. Also erst vor kurzem. Ja, kommen Sie. Hier lang. Gucken wir mal. Wir werden das schon irgendwie wuppen hier. Oh, da ist aber was Rotes. Hey, warten Sie mal eine Sekunde. Sehen Sie? Hier. Spuren? Ja, wir haben Glück. Hier lang. Das sah mir aus wie Kacke. Halt, Moment mal. Was gefunden? Ja, Patronenhülsen. Kürzlich abgefeuert. Er hielt an und schoss auf irgendetwas. Los, hier runter. Wahrscheinlich auf den Bären, oder? Hey, da auf den Wolf. Halt, halt. Na los, verschwinde. Was soll das werden? Hat das je funktioniert, einen Wolf anzuschreien? Vorsicht, mehr Wölfe! Ich sehe sie. So. So. Das war der letzte. Kann ich die ausweiden? Das wäre ganz gut. Das wäre ganz gut. Kaufen. Die wollen nämlich auch nochmal Kohle. Okay, ich will mir das mal ansehen. Sieht aus, als hätten die Notrationen ihrem Mann nicht gereicht. Ein ganz sauberer Kopfschuss. Ja, und die Wölfe haben den Schuss gehört und waren hungriger als Vasquez. Ja, der Rest des Rudels näherte sich aus dieser Richtung, von Osten. Sie glauben, die haben Vasquez vertrieben und einer hielt hier Wache? Ja, das wäre mein Tipp. Gut, mal sehen, ob Sie recht haben. Ich muss gleich mal eine andere Waffe mitnehmen. Gibt's hier draußen denn viele Wölfe? Also, die nicht infiziert sind, meine ich. Wir sehen fast jeden Tag welche. Als ich ein Kind war, früher, gab es keine Wölfe in Oregon. Es gab Kojoten, aber keine Wölfe. Die waren längst ausgerottet von Ranchern und Farmern, Holzunternehmern. Ja, sie scheinen sich recht gut erholt zu haben. Da ist auf jeden Fall wieder was. Moment, Moment. Was ist das? Ein Rucksack. Einer von unseren. Sie müssen ihn fast gehabt haben. Und er warf den Rucksack ab, um zu fliehen. Nein, er wollte Zeit gewinnen. Er fiel auf seinen Arsch, wollte wegrobben, aber der Wolf sprang. Vasquez ließ den Rucksack zurück. Zwei Schüsse. Das sehen Sie alles? Ja. Ja, kannst du mal sehen. Was ich so alles kann ohne Brille. Halt, runter! Der ist nicht auf der Karte. Die gibt's überall in der Gegend. Tja, vielleicht erklärt das, warum Vasquez hier lang geht. Gehen wir außen rum. Jawohl. Mein Gedanke. So was von außen rum. St. John, hier lang. Ja, ich bin gleich da. Ich muss sagen, ich bin's leid, mich dauernd vor diesen Mistkerlen zu verstecken. Hat man den Schwarm angegriffen? Ja, schon ein paar Mal. Man muss in Bewegung bleiben. Wenn Sie der Miliz beitreten, müssen Sie sich auf Ihre Mission konzentrieren. Wir sind nicht wegen der Freaks hier. Die Außenwelt, Freaks töten, geht irgendwie Hand in Hand, oder? Okay, ja. Gehen wir erstmal von den Gräbern weg. Die Kälte wird noch mehr von ihnen. Die haben sich jetzt auf jeden Fall schön Mittagessen besorgt. Teil unserer Strategie der Brandrodung ist es, diese Gräber zu finden, auszuheben und alles zu verbrennen. Naja, dann viel Glück damit. Es gibt Hunderte davon.
Schon allein in dieser Gegend. Wo muss man anfangen? Gut, wohin jetzt? Weiter, nach Osten. Hey, da ist eine Straße. Warten Sie mal kurz. Puh, okay. Was haben Sie? Verfolgt ihn sonst noch jemand? Nicht, dass ich wüsste. Ah, dann ist er entweder tot oder er hat viele Freunde. Da über seinen Spuren sind Reifenspuren von anderen Bikes. Von vielen Bikes. Hm. Okay. Na gut. Mal sehen, wo Sie hinwollen. Sie sagten, Kälte lockt die Freaks raus? Ja. Kälte, Schnee, Regen, sogar Wolken. Wie schon sagte, Sie kennen Ihre Freaks gut. Im Hauptquartier werden einige Leute mit Ihnen reden wollen. Leute? Der Colonel weiht Sie ein, wenn Sie bleiben dürfen. Ja, ich glaube, das sagten Sie schon. Er führt ein strenges Kommando. Ich will keine großen Hoffnungen wecken. Hey, nur keine Sorge. Es ist mir echt egal, wie das ausgeht. Hey, halt, da war was. Ja, es kommt aus dem Holzfällerlager da drüben. Ist das auf der Karte? Ja. Dann ist es auch auf Vasquez' Karte. Na los. Wenn Vasquez hier ist, was wäre Ihre Strategie? Ich meine, wenn Sie an meiner Stelle wären. Tja, er ist nicht allein. Das sieht man an den Spuren. Und man hört ihn und seine Freunde von hier. Ja, welche Strafe steht bei der Miliz auf Fahnenflucht? Auf Mord. Dafür wird man bei uns gehängt. Das gilt für beides. Wieso? Tja, das heißt, dass Vasquez nicht kampflos... Da werden doch richtige Methoden aufgefahren hier. Ja, das ist er. Sie sollten Ihre Rekruten sorgfältiger auswählen. Er scheint sich ja pudelwohl zu fühlen. Wir warten ab. Ich rufe Verstärkung. Nimm deine verdammten Hände weg! Oh, eine Kämpferin, Jungs! Was meint ihr? Komm schon, was? Ja, das werden wir sehen. Oh, verdammt. Na, ich habe ein Problem mit Arschlöchern, die wehrlose Frauen bedrohen. Das ist ein Befehl. Befehl? Trage ich etwa ein rotes Armband? Sie befehlen mir gar nichts, Mann. Machen Sie, was Sie wollen. Los, Entdeckung! Schnapp dich! Die hat's ja nicht! Die Flinte ist scheiße. Ja, lauf nur weiter darum. Ich muss nachladen. Die Füße sind alle verrammelt. Ah! Du kriegst halt nächstes, ey. Dann so, gehen wir halt mit Nahkampf her. Ich bin gut. Ja! Rückzug! Rückzug! Gib mir Deckung! Nicht gut! Rückzug! Gib die Deckung! Den Teilen. Mehr Männer vor ihm. Ja, ich sehe da. Ich bin nicht blind. Wo rennst du denn hin? Schnapp dir das Schwein! Er hat... Oh! Scheiße. Oh. Okay, da ist ein Sniper. Ach, jetzt kann ich diese Dinger hier mitnehmen, oder was? Vorher nicht. Ach. Jetzt wirst du bezahlen. Weiter! Aua! Den Kerl platt. Ey, mach jetzt einmal den Sniper da hinten weg, ja. Ich mich gerne abrollen. So, du, Snipern hier? Nicht mit mir. Ja, komm her. Ich mach jetzt erstes kalt, ja. So, tschüss. Sniper-Problem erledigt. So. Ich
meine, die Schotte, die knallt schon gut weg, aber... So, hier fehlt aber noch einer, ne? Ah, da, der ist ja dann. So, tschüss. So, Winnie war hier. So. Der letzte? Ja. Ja, ich glaube schon. Haben wir hier. Na los, holen wir uns ihren Mann. Vasquez ist nicht mein Mann. Nicht mehr. Alter, wie sieht der denn jetzt aus? Was ist denn jetzt mit dem... Sie halten Wache, falls noch jemand hier ist. Kriegen Sie das hin? Er wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Natürlich kriege ich das hin. Oh! Ja, Hey, wow, 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 hey, ruhig, ruhig, ich will nur helfen. Ich brauche deine verdammte Hilfe nicht. Der kriegt keine Kinder mehr. Okay. Ich gehe einfach darüber. Ja, die hat ihn alleine schon kalt gemacht. Warte, ganz ruhig. Wir gehören nicht. Das interessiert mich. Einen Scheiß. Okay, okay. Was ist noch jemand hier? Warum laufe ich so langsam? Achso, ist ja jetzt rutschig hier. Cover. So, mitnehmen. Mitnehmen. Perfekt. Hier sind Ihre Bikes, Captain. Dann müssen Sie nicht wieder laufen. Danke, Corporal. Und wie war ich? Habe ich bestanden? Bestanden? Na, Sie haben mich doch beobachtet. Ich dachte, das wäre so eine Art Test. Und? Nein. So förmlich sind wir hier nicht. Wie Sie sehen, lassen einige Rekruten zu wünschen übrig. Ja. Aber ja. Bestanden. Geht doch. Wir sind in der Armee! Also, bereit für den Colonel? Ja, klar. Warum auch nicht? St. John, wo haben Sie gedient, bevor die Hölle losbrach? Sie wissen, was eine Notration ist, wie man feindliche Positionen ausmacht. Und Sie kennen verschiedene taktische Manöver. Also, wo haben Sie gedient? Marines? Armee? Ja, okay. Ich rede nicht so gern darüber. Ich meine, im ersten Jahr, wer in Uniform war, hatte praktisch eine Zielscheibe auf dem Rücken. Ich war in der Armee. Gebirgsjäger. Eine komplette Dienstzeit in Afghanistan. Und Sie? Wer beim Militär war, hat eine gewisse Haltung. Keiner Ihrer Soldaten hat sie. Sie schon. Wie gesagt, Sie haben ein gutes Auge. Ich war in der Air Force, 10 Jahre, beim SAC. Es gibt keine Raketensilos in Oregon. Ich habe hier gerade Urlaub gemacht. Ich hatte Glück. Bevor die Kommunikation zusammenbrach, kamen stündlich Berichte. Sie glauben, hier war es schlimm. Alles östlich des Mississippi war in 2 Tagen überrannt. Sie kennen sich in der Gegend aus? Ja, ich komme aus einer Stadt nördlich von hier. Sie heißt Farewell. Davon gehört? Nein. Aber klingt passend, um das Ende der Welt zu erleben. Wem sagen Sie das? Sie waren also vielleicht schon mal hier.
Ja, ich war mal hier. Es war im Sommer. Ich und meine Lady oder meine Frau. Wir waren in den Flitterwochen hier. Haben Sie ein Foto? Von Ihrer Frau, meine ich. Ihr Name war Carrie. Okay. Wir waren 12 Jahre verheiratet. Egal. Jetzt zeigt er ein Foto von Sarah. Weißt du, ich glaube, dass da heißt kein Zutritt. Hä? Oh, nein, nein, das gilt nicht für uns. Warum? Weil wir nicht lesen können? Weil wir uns nicht an Regeln halten. Ach, sprich für dich selbst. Nach Ihnen. Na gut. Ach, na gut. Also, du machst mich zu deiner Komplizin. Nicht gerade galant. Geil, was? Ja, das heißt, stimmt. Ich werd's nie lernen. Tut mir leid. Oh mein Gott, du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. War bestimmt lustig. Ja, wenn ich ein Handy besitzen würde, dann hätte ich ein Foto gemacht. Tja, ausnahmsweise bin ich froh, dass du keins hast. Ach, komm schon, fang nicht wieder davon an. Hey, ich hab nichts gesagt, du hast angefangen. Hast du doch. Mach nur mal so komische Zeitsprünge, ne? Hier ist der Patch noch nicht dran mit Nomad. Verheiratet sind wir anscheinend auch noch nicht. Also, wohin gehen wir? Folg einfach dem Weg. Es ist nicht allzu weit. Würde meine Mutter sagen, wenn sie mich sehen könnte. Nachts, mitten im Nirgendwo mit einem Outlaw-Biker. Keine Ahnung, vielleicht. Schatz, zieh einen Pulli drüber. Sehr witzig. Ja, sie würde gar nichts sagen, oder? Du solltest ihr doch nichts von uns erzählen, erinnerst du dich? Oh, bitte, Degen, das ist schon so lange her und es war nicht böse gemeint. Hey, hör zu, ich sag ja gar nichts. Ich hab's noch nicht mal meinem Paps erzählt. Ja, weil dein Vater tot ist. Naja, es ist wohl ein Grund. Die Frage ist, hast du es jemandem im MC erzählt, dass du ein nettes Mädchen aus Seattle datest und kein Flittchen aus dem Stripclub, in dem ihr wohnt? Oh, okay, Moment mal. Also wir wohnen nicht im Stripclub. Ich meine, wir sind da Mitglied auf Lebenszeit, ja, aber wir wohnen nicht da. Und zweitens, ich hab's erzählt. Ja, das hab ich tatsächlich. Warst du wirklich? Ja, komm schon, sei nicht so überrascht. Wir finden kluge Frauen ungemein sexy. Oh, ja, ganz bestimmt. Wo gehen wir denn hin? Ich sollte wirklich längst im Bett sein. Oh, ich weiß. Oh, hör schon auf. Ich meine, ich muss morgen wirklich früh raus. Ja? Wie läuft's denn? Du willst ja nie drüber reden, also. Der Himmel ist aber auch voll schön. Nur dieses Projekt. Ich meine, ein paar Chefs aus New York wollen unsere Fortschritte sehen. Und die Schlipsträger bei uns bauen ein neues Labor auf, ohne das mit mir abzusprechen. Ich dachte, du willst nicht drüber reden. Tut mir leid, es ist... Naja, wie gesagt, es ist nichts. Jedenfalls, danke. Es tut gut, mal rauszukommen. Ja, kein Problem. Halt, ist das eine Plantage? Du führst mich zu einer Grasplantage? Was? Tja, das sind Marihuana-Pflanzen und ein Bewässerungssystem, das ergibt... Ja, Basti! Oh, hey, sieh mal, eine Plantage. Yes. Du führst mich mitten in der Nacht hierher, mitten ins Nirgendwo, um mir zu zeigen, was der MC illegal hier draußen anbaut? Ja, du hast mich erwischt. Ich hatte gehofft, du gibst uns ein paar Tipps, weißt du, zur Kultivierung... Dann hat dein Studium endlich mal einen praktischen Nutzen. Himmel, Deacon, was? Okay, verstehe. Das hier ist nicht, was du mir zeigen wolltest, oder? Nein, natürlich nicht. Komm, geh einfach weiter, wir sind fast da. Einfach eine ganze Plantage, die noch gibt's?
werden alle vielleicht ein bisschen gechillter hier in dem Game. Oh mein Gott. Gott, sieh mal das Mondlicht. Es ist wunderschön. Geh weiter. Wir sind fast da. Hast du dich schon mal gefragt, wie es wäre, wenn überall gleichzeitig die Lichter ausgingen und jeder einfach die Welt so sehen könnte? Wie meinst du, so dunkel und schattig und deprimierend? Ich meine den Mond, die Wildblumen, die Glühwürmchen. Ach klar, du ziehst mich wieder auf. Okay, du nimmst einfach gar nichts ernst. Oh, ich nehme alles ernst. Der Mond bewegt sich sogar ein bisschen. Ja, das mache ich. Machst du nicht. Als ich ein paar von meinen Sachen zu dir bringen wollte, hast du so getan, als würde ich Witze machen. Nein, das stimmt nicht. Ich habe mich taub gestellt, das ist ein Unterschied. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Und weißt du, ich habe ein Handy und ein Foto gemacht. Willst du es sehen? Hey, du bist Wissenschaftlerin. Können wir rational bleiben? Okay, erstens meinte ich nur, dass wir übers Zusammenziehen nachdenken sollten. Weißt du, wenn wir dann mehr Zeit zusammen hätten und das der nächste Schritt wäre, was ist daran irrational? Ich habe eine Zahnbürste bei dir. Oh, Entschuldigung, weißt du was? Stimmt, das ist ein echtes Bekenntnis. Oh, ich meine, weißt du, was eine gute Zahnbürste kostet? Da, siehst du, schon wieder. Immer wenn ich über die Zukunft reden will, machst du einen Witz draus. Okay, gut. Wir müssen darüber reden und wir werden es auch tun. Aber hör mal ganz kurz auf damit, denn ich will dir etwas zeigen, okay? Okay. Siehst du? Hier. Das hier solltest du sehen. Okay. Wow, wie wunderschön. War es das wert? Gott, ja. Hey, ich möchte dich gern was fragen. Deacon. Willst du... Will ich? Würdest du... Ist das ein Ja? Zwei Bedingungen. Nämlich? Okay, also erstens will ich keine von diesen Biker-Hochzeiten, wo du sagst, dass du mich so oft reitest wie dein Bike. Klar, kann ich eh nicht versprechen. Okay, und zweitens? Zweitens darfst du mich niemals verlassen. Okay. Gott, steckt da jetzt dein Bikerring an meinem Finger? Oh, weißt du was? Ich glaube, das könnte sein. Sieh doch nur. Die kleinen Zähne sind so süß, als ob sie in die Kette beißen. Nichts sagt, ich liebe dich wie... Hundeschädel. Ein Hundeschädel. Hey, was heißt das hier? Oh, sorry, ich dachte, du kannst Latein. Komm schon. Also, da steht... Morior invictus. Das heißt, lieber tot als besiegt. Wow, gefällt mir. Das nenne ich mal ein Motto. Einen richtigen Ring, oder? Obwohl dieser hier toll ist. Auf jeden Fall. Ich ist dachte nur, mein Ring. Er ist, stimmt, es ist dein Ring. Hm? Etwas Schlichteres. Ohne Zähne. Okay, geht klar. Mist, tut mir leid. Nein, das ist schon gut. Das Labor, ich muss rangehen. Okay. Hallo? Ja, nein, schon gut. Gleich da. Okay, tschüss. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht, Sie brauchen mich da. Was? Ich muss los. Jetzt sofort? Ich meine, um diese Uhrzeit? Es tut mir leid, ich muss gehen, aber ich mach's wieder gut, versprochen. Okay. Na los. Okay. Ja. Meine Frau hieß, Beth. Nein, ich habe kein Foto. Dann los. Ich sag jetzt einfach mal nichts, ne? Nein. Okay, dann in der nächsten Folge weiter.